Servus. Servus, eine Nachricht an alle Rita Falk-Fans. Wir sind Sebastian Betzel und Simon Schwarz. Und nachdem wir letztes Jahr schon eine Mordsgaudi mit dem Dampfnudelblues hatten, sind wir dieses Jahr wieder in den Kinos und zwar mit Winterkartoffelknödel. Genau, ab Herbst 2014 in den Kinos. Ihr könnt euch jetzt hier schon mal den Trailer anschauen und um sich die Zeit bis dahin abzukürzen, kann man dieses Buch, diesen Roman von Rita Falk in der Buchhandlung kaufen. Genau. ISBN-Nummer 978-3-423-213-21330-1. Genau. Ich wiederhole. Nein. Dass die Panita und die Susi nicht mitkommen sind, ist fein Schuschold, Leopold. Ist sie nicht ausgegangen, Oma? Aber warum ist denn gerade herausgegangen, die Panita? Ausgegangen ist es sich nicht. Ja, die Panita spricht halt jetzt ein bisschen Deutsch und versteht, was der Leopold den ganzen Tag für einen Schmarrn daherredet. Und weg war sie. Oh. Jetzt, Ludwig, gib das her. Ist denn das Fleisch hier auch alles frisch? Wenn sie herlangen, können sie gar nicht den Puls fühlen. Sagen Sie Ihrem Kumpel, soll mein Kärchen loslassen! Auf der Stelle! Das ist ein französischer Treupudel. Sein Rasshorn kostet mehr, als sie jemals verdient werden. Was war jetzt das für ein Gefährt? Mercedes heißt's. Wenn die ein Auto wären, die wären Ferrari. Wieder sagen. Und während die Mary und die Kids weg sind, werde ich den Ferrari starten. Fotografieren Sie hier unsere Kinder? Das handelt sich um ein Missverständnis. Der junge Mann fotografiert mich. Bom, kaputt! Kann der Herr Kranführer den Unfallhergang vielleicht ein bisschen genauer schildern? Ein mieses Karma haben die Neuhofers. Du, das magst du nicht einmal geschenkt. Wer jetzt? Eberhofer, mir ist zu Ohren gekommen, dass Sie schon wieder ermitteln. Haben Sie schon wieder Mordfantasien? Ich führe doch nur Ihren Auftrag aus. Meinen? Haben Sie was eingeworfen? An Ecstasy? Oder was? Aber auch, gell? Sie verrennen sich da in was. Jeder Unfall ist gleich ein Mord. Ich will da eine anständige Spurensicherung. Und ich hätte gerne ein Sektfrühstück mit Christine Neubauer. Und schauen wir mal, wer zuerst Glück hat. Drei Viertel einer Familie ausgerottet in kürzester Zeit. Hammer, oder? Aber war schon echt ein Dreifachmord. Gratuliere zum Triple. Sie sehen Gespenster, Eberhofer. Es gibt keinen Neuhofer-Fall. Ende der Diskussion. Susi, jetzt wart halt. Oh nein, Susi. Du bist ein Schwein, ein Hinterfotziges. Sag doch her, was du angekriegt hast! Wir sind plötzlich auf hochgefahren wie eine hochgesenkte Sau. Keine Sterne in der Tee. Ey, Flötzinger, ist alles klar?